Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Orkan, der in den vergangenen 24 Stunden über das nordwestliche Europa hinweg fegte, hat mehr als 90 Menschenleben gekostet und Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Auch weite Gebiete der Bundesrepublik waren betroffen. Die Deiche an der deutschen Nordseeküste hielten der schweren Sturmflut aber stand. Am schwersten traf das Unwetter Großbritannien. Die Briten waren gewarnt gewesen, dass ein ungewöhnlich heftiges Sturmtief gestern die Inseln überqueren würde. Doch mit einer derartig verheerenden Wirkung hatte man nicht gerechnet. Mit einer Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometern raste der Sturm über den Atlantik heran und hatte wenig von seiner Stärke verloren, als er in London Dächer abdeckte und sie wie Papierfetzen durch die Luft wirbelte. Weil der Sturm gegen Mittag am heftigsten wütete, als besonders viele Menschen unterwegs waren, ist die Zahl der Todesopfer so hoch. 45 Menschen kamen gestern um. Auf den Autobahnen wurden Lastwagen wie Spielzeugautos umgekippt. Als wahnsinnig und unverantwortlich bezeichnete die Polizei allerdings das Verhalten der Fahrer, die trotz des Sturms weitergefahren waren. Die Autobahnen waren durch umgestürzte Lastwagen blockiert. Auf den Nebenstraßen hatten entwurzelte Bäume den Verkehr zum Erliegen gebracht. Mehrere Autofahrer wurden in ihren Autos von umstürzenden Bäumen erschlagen. Von Trümmern blockiert waren auch die Schienenwege der Eisenbahnen. Der Verkehr in und um London kam praktisch zum Stillstand. Über die Höhe der Schäden beginnt man sich nun erst Gedanken zu machen. Experten schätzen, dass sie nicht so hoch sein werden wie die Schäden, die der Wirbelsturm hier im Oktober 1987 angerichtet hatte. Doch erst im Laufe der nächsten Tage wird man feststellen können, was der Orkan gestern den Bäumen angetan hat. Wegen der lang anhaltenden Sommerdürre hatte der Sturm gestern offensichtlich leichtes Spiel, sie samt ihren Wurzeln aus der Erde zu reißen. Dagebüll an der nordfriesischen Küste. Hier beschädigte der Sturm in der vergangenen Nacht rund 700 Meter Deich. Den ganzen Tag über versuchten Helfer des Katastrophenschutzes mit Sandsäcken einen Deichbruch zu verhindern. 200 Bewohner des Dagebüller Koks mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Am späten Nachmittag gab es Entwarnung. Der Deich hat auch dem heutigen Hochwasser standgehalten. In Hamburg meldete der Hafen gestern Nacht Land unter. Die Sturmflut verlief allerdings glimpflicher als befürchtet. Nur einige Häuser in Hafennähe standen unter Wasser. Die Feuerwehr rückte in der Nacht mehr als 700 Mal aus. In der ganzen Stadt waren Bäume umgestürzt. Bilder aus Hessen. Auch hier hatten die Sturmböen noch eine Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometer. Umgestürzte Bäume blockierten zahllose Straßen. Bei der Bundesbahn fielen Züge aus. Auch andere Bundesländer sprechen von Sturmschäden in Millionenhöhe. In Bitburg zerstörte der Orkan die Halle einer Autoausstellung. Viele Neuwagen haben Schrottwert. Überall werden abgedeckte Dächer notdürftig dicht gemacht. Die Versicherungen raten, Sturmschäden bald zu melden. Die Opposition in der DDR hat sich grundsätzlich zu einer Regierungsbeteiligung bereit erklärt. Sie stellt aber Bedingungen. Ministerpräsident Modrow und alle Regierungsmitglieder müssen ihre Parteimitgliedschaft ruhen lassen. Ziel ist es also, bis zur Wahl am 6. Mai eine geschäftsführende Übergangsregierung mit einem parteiunabhängigen Status zu bilden. Darüber soll am Sonntag mit Ministerpräsident Modrow verhandelt werden. Seit heute Morgen saßen die am runden Tisch vertretenen Oppositionsgruppen und Parteien zusammen, um über einen Eintritt in die Regierung Modrow zu entscheiden. Dass sie dabei sein würden, das hatten einige Gruppen schon nach dem letzten runden Tisch am Montag zu erkennen gegeben. Eine entscheidende Frage war noch, würden alle mitmachen, um in einer faktisch großen Koalition ein Signal für die DDR zu setzen, auch um der Bevölkerung nicht das Bild einer in sich zerstrittenen, unübersichtlichen, nur neinsagenden, debattierenden Opposition zu vermitteln. Welche Ministerien sollten übernommen werden? In welcher Stärke sollte man sich beteiligen? Einige meinten, so gering wie möglich. Wozu man sich schließlich durchrang, ließ lange auf sich warten, wurde gegen 19 Uhr bekannt gegeben. Die Opposition will auf keinen Fall eine Koalitionsregierung verschiedener Parteien. Die geschäftsführende Regierung hat einen parteiunabhängigen Status. Die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Personalregierung erfolgt
durch den runden Tisch. Ministerien, die die Opposition interessieren, Wirtschaft und Umwelt, Außen, Innen, Justiz, Kommunalpolitik sowie Arbeit und Soziales. Wie das im Einzelnen ohne Parteizugehörigkeit geschehen soll, Fragezeichen sind angebracht. Die Stadtverordnetenversammlung von Leipzig hat sich heute selbst aufgelöst. Nach dem Geständnis des früheren und jetzt inhaftierten Oberbürgermeisters Seidel, dass die Kommunalwahlergebnisse vom vergangenen Jahr gefälscht waren, sahen sich die Abgeordneten nicht mehr legitimiert, einen neuen OB zu wählen. Über die Regierbarkeit der Stadt soll nun mit dem Runden Tisch in Leipzig am 31. Januar verhandelt werden. Die DDR will auf den südlich von Berlin gelegenen Deponien Schöneiche und Vorkezin keinen Müll mehr aus dem Westen annehmen. Umweltminister Diederich hat die Genehmigungen für die beiden Deponien zurückgezogen. Von sofort an darf kein Klärschlamm mehr aus dem Bundesgebiet nach Schöneiche gebracht werden. Die Abnahme von Sondermüll aus West-Berlin auf der Deponie Vorkezin soll nach einem Stufenplan bis Ende März beendet werden. Die DDR hat die Bundesregierung über einen weiteren Störfall in einem Atomkraftwerk in Greifswald informiert. Nach Angaben der Zeitung Welt am Sonntag trat der Störfall am 24. November vergangenen Jahres am Block 5 des Werks Bruno Leuschner auf. Erst vor wenigen Tagen war ein schwerer Störfall im Atomkraftwerk Lubmin bei Greifswald bekannt geworden, der sich bereits 1976 ereignet hatte. Bundesumweltminister Töpfer stellte in einem Interview der Zeitung die vorsorgliche Stilllegung aller Atomkraftwerke in der DDR zur Diskussion. Der beginnende Wahlkampf in der DDR führt in Bonn zu wachsendem Streit zwischen den Parteien. Sozialdemokraten und Christdemokraten beschuldigten sich heute gegenseitig, die Opposition in der DDR zu spalten. In Schreiben an die Vorsitzenden der CDU und CSU, Kohl und Weigel, wandte sich SPD-Chef Vogel vor allem gegen die Behauptung, die Sozialdemokratische Partei der DDR sei von der SED unterwandert. Die Union solle damit aufhören, von der Bundesrepublik aus die neuen Parteien der DDR aufeinander zu hetzen. CDU-Generalsekretär Rühr hielt der DDR-SPD vor, die Oppositionskräfte im Lande aufgesplittet zu haben. Nach Auffassung der CSU-Landesleitung geht es Vogel lediglich um Schaueffekte. Strittig zwischen den Bonner Parteien sind auch Tempo und Umfang der Wirtschaftshilfe für die DDR. Das zeigte sich heute erneut bei einer Debatte des Bundestages über den Jahreswirtschaftsbericht. Die SPD warf der Regierungskoalition vor, zu wenig zu tun, um den Zerfallsprozess der DDR-Wirtschaft aufzuhalten und die Übersiedlerwelle zu stoppen. Zudem drängte die SPD auf eine rasche Währungsunion beider deutscher Staaten, was aber von der Koalition und auch von den Grünen aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt wurde. Wirtschaftsminister Hausmann forderte von der Ostberliner Regierung grundlegende marktwirtschaftliche Reformen, mit denen allein neues Vertrauen bei den Menschen geschaffen werden könne. Angesichts von fast 4000 Aus- und Übersiedlern täglich soll das Notaufnahmeverfahren bleiben. Darauf verständigten sich heute der Bundesinnenminister und die zuständigen Landesminister in Bonn bei einem abweichenden Votum aus dem Saarland. Innenminister Wolfgang Schäuble hat sich erst einmal Luft verschafft. Sein Sonderangebot von 500 Millionen Mark ab sofort für den Ausbau von Notunterkünften nimmt den ärgsten Druck von den Bundesländern. Kommissionen werden in Ruhe über Weiteres nachdenken. Streitpunkt ist da vor allem das Notaufnahmeverfahren, das den Übersiedlern noch immer eine Art Flüchtlingsstatus verleiht. Die SPD fordert, es abzuschaffen. Ich glaube schon, dass sich manch einer mehr Gedanken macht, zu uns zu kommen, wenn er sich selbst um alles hier bemühen muss, wenn man ihm auch die ersten Wege nicht abnimmt. Es bleibt vorerst beim Aufnahmeverfahren. Freier Zuzug wäre Chaos. Hier hat die Bundesregierung eine Mehrheit hinter sich. Die finanziellen Leistungen für Übersiedler sind seit dem 1. Januar schon arg zusammengestrichen. Was noch gewährt wird, sagt die Bundesregierung, bietet keinen zusätzlichen Anreiz zum Verlassen der DDR. Auch die Rentenzahlungen sind zu verkraften, weil unter den Hunderttausenden jährlich nur 5.000 im Rentenalter waren. Bisher jedenfalls. Trotz der Zahl der Aussiedler, schon 28.000 im Januar, will die Bundesregierung am vertriebenen Recht festhalten. Nur sollen sie in Zukunft ihre deutsche Abstammung vor der Einreise nachweisen. Sonst entfallen die entsprechenden Sozialleistungen. Ich finde nicht, dass wir auf mehr Freiheit in Deutschland und in Europa damit reagieren sollten, dass wir jetzt neue Mauern bauen und die Landsleute nicht mehr hereinlassen. Diese vorsichtige Politik soll außerdem dazu dienen, Torschlusspanik nicht aufkommen zu lassen.
Die 55. Internationale Grüne Woche in Berlin ist seit heute für das Publikum geöffnet. In diesem Jahr auch wieder für DDR-Bürger, die schon am ersten Tag zahlreich erschienen. Tor auf zur größten Agrarschau der Welt. 28 Jahre haben sie darauf gewartet. 70.000 Karten wurden allein im Vorverkauf abgesetzt. DDR-Bürger zahlen mit 6 D-Mark den halben Tagespreis. EG-Politiker sehen die neue Entwicklung nüchtern. Öffnung Europas heißt vor allem neue Absatzmärkte. Und so signalisiert der Händedruck zwischen West und Ost am Stand aus Leipzig freie Fahrt für die Marktwirtschaft. Wir gehen davon aus, dass bei der Wirtschaftsreform, die wir ja eingeleitet haben und weiter ausgestalten wollen, es verschiedene Eigentumsformen in der Landwirtschaft unserer Republik geben wird. Wir sind der Meinung, aufgrund des Anteils, dass das genossenschaftliche Eigentum weiterhin dominierend sein wird, dass auch Staatseigentum bleiben wird in Form von volkseigenen Gütern, aber dass sich auch private Landwirtschaftsbetriebe vorrangig auf Spezialgebieten wie Gartenbau, Spezialkulturen entwickeln werden. Den eigenen Garten in einer Ländergemeinschaftsschau kann die DDR noch nicht präsentieren. Kontakt aufnehmen und Informationen sammeln, das sind hier die ersten Stufen. Die Bundesregierung hat konkrete Hilfe zugesagt, Essen und Trinken in Deutschland. Schließlich hat die Ernährungsindustrie ein erhebliches Interesse an weiteren Ausfuhren, denn die Branche hat im letzten Jahr mit 15% ihren Export überproportional gesteigert. Und das soll möglichst so bleiben. Auf den Export setzen alle 57 Länder, die hier ausstellen. Von Lebensmittelskandalen wie in manch früheren Jahren ist keine Rede mehr. Kraftstrotzend wie diese Rinder zeigt sich die Agrarwirtschaft. Den Einsatz sowjetischer Truppen in Aserbaidschan hat Verteidigungsminister Jasow damit gerechtfertigt, dass in der transkaukasischen Sowjetrepublik ein Umsturzversuch bevorgestanden habe. Auf einer Pressekonferenz in Baku erklärte Jasow, die aserbaidschanischen Nationalisten hätten 40.000 Mann unter Waffen. Ihr Ziel sei es, die kommunistische Führung zu untergraben und die Macht an sich zu reißen. Vor diesem Hintergrund ist in der vergangenen Nacht die Vertretung Aserbaidschans in Moskau durchsucht worden. Der Leiter der Mission Mamedov wurde verhaftet. In Baku selbst sind in den vergangenen Tagen 500 Personen festgenommen worden, die meisten allerdings, weil sie gegen die Bestimmungen des Ausnahmezustandes verstoßen hatten. Überlegungen der Belgier und der Niederländer, ihre in der Bundesrepublik stationierten Soldaten abzuziehen oder zu verringern, haben bei den Verbündeten wenig Anklang gefunden. In Bonn und anderen Hauptstädten wurde an den NATO-Beschluss vom November erinnert, den Ausgang der Wiener Abrüstungsverhandlungen mit dem Osten abzuwarten. Die Bundesregierung betonte, für einseitige Schritte gebe es bisher keine Beschlüsse. Die Überlegungen müssen zunächst einmal im Bündnis erörtert werden. Der Truppenübungsplatz Munster Nord musste gesperrt werden. Bei Stichproben war eine hohe Arsenbelastung des Bodens festgestellt worden. Nun soll das ganze Gelände untersucht werden. Das Arsen ist offenbar aus Granaten ausgelaufen, die dort seit den beiden Weltkriegen liegen. Zigaretten werden in diesen Tagen teurer. Bei Markenzigaretten macht die Preiserhöhung zwischen 15 und 20 Pfennig pro Schachtel aus. Automatenpackungen kosten weiterhin 4 Mark, enthalten künftig aber nur noch 18 statt 19 Zigaretten. Beim Absturz einer kolumbianischen Verkehrsmaschine in der Nähe von New York sind in der vergangenen Nacht 67 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungsmannschaften konnten 78 Passagiere aus den Trümmern bergen, fast alle schwer verletzt. Beim zweiten Landeanflug hatte der Pilot mitgeteilt, 2 Triebwerke seien ausgefallen, er habe keinen Treibstoff mehr. Die Maschine, eine 22 Jahre alte Boeing 707, stürzte mit 158 Insassen an Bord in ein Parkgebiet und brach auseinander. Für Sabotage gibt es nach Angaben der US-Behörden keine Hinweise. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 27. Januar. Der Satellitenfilm zeigt über Skandinavien einen Sturmwirbel. Von ihm geht ein Bewölkungsstreifen aus, der über das Baltikum bis zum Alpenraum reicht. Er schwenkt rasch ostwärts. Über Deutschland ist verbreitet Schauerbewölkung erkennbar. Deutschland liegt zunächst noch im Zustrom frischer Meeresluft. Am Samstag greift im Tagesverlauf ein neues Randtief mit milder Meeresluft auf den Vorhersagebereich über. Die Vorhersage für morgen: wechselnd wolkig, vereinzelt Schauer. Im Südosten auch längere Aufheiterungen. In der zweiten Tageshälfte von Westen Eintrübung und nachfolgend Regen. Tiefsttemperaturen 0 bis 4 Grad. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer,
Im Norden starker Wind mit Sturmböen um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen, windig und mild. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn, darin unter anderem Entwicklungshilfe für Thüringens SPD und neue Impulse für die deutsche Kulturnation.